Chef, moin. So wird der noch Parteichef Armin Laschet aus der Menge begrüßt. Langer, lauter Applaus und Popmusik. Zur Erinnerung, er hat als Unionskanzlerkandidat das schlechteste Wahlergebnis bei einer Bundestagswahl eingefahren. Aber genau das will er hier heute auch eingestehen. Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand. Und das muss auch jedem so klar sein. Zusammenstehen, das sei eine Tugend der CDU. Das müsste man wieder lernen. Da spricht wieder der Versöhner Laschet. Und dann der realistische Blick nach vorn. Es deute alles auf eine Ampel hin. Doch er versucht trotzdem, den Kurs vorzugeben, solange er noch im Amt ist. Und es kommt jetzt in der Oppositionszeit darauf an, nicht schrill zu werden, nicht plump zu werden, sondern klug und intelligent den Finger in die Wunde zu legen, wo eine künftige Regierung die Dinge falsch macht. Die Rede kommt gut an, dann Aussprache. Und da legen Sie hier erst mal die Finger in die Wunden der eigenen Parteispitze. Sie haben am 16. Januar, als Sie gewählt wurden, gesagt, man muss nicht polarisieren. Und haben uns damit und die gesamte Union auf einen Kuschelwahlkampf eingestellt. Nur leider hat der politische Gegner nicht zurückgekuschelt, sondern richtig hart gegen uns polarisiert. Konsequenz der Wahlschlappe. Vorstand und Parteichef werden bald neu gewählt. Mögliche Nachfolger nutzen da die Bühne des Deutschlandtags, um sich zu präsentieren. Bereits gestern Abend ist Friedrich Merz dran und er ist wirklich nicht als Kuschler bekannt. Die Union sei ein politischer Sanierungsfall geworden. Ich will es sehr deutlich sagen, an unser aller Adresse. Die Union ist in den letzten Jahren in der Regierung, und das ist fast schon ein natürlicher Vorgang, denkfaul geworden. Die junge Union wollte mal Merz als CDU-Chef. Hier kriegt er nur einen verhaltenen Applaus. Denn viele wünschen sich auch einen Generationswechsel. Einer, der dafür stehen könnte, Jens Spahn, der gibt sich kämpferisch und ruft zum Teamgeist auf. Es geht doch hier nicht um Armin, Friedrich, Jens, Ralf, wen auch immer. Eine Zukunft kann es nur geben für die Union, wenn wir aufhören mit Schaulaufen und mehr Teamarbeit machen an ganz, ganz vielen Stellen. Davon jedenfalls bin ich zutiefst überzeugt. Kein Schaulaufen will Spahn. Die Bilder sprechen irgendwie eine etwas andere Sprache. Aber seine Worte kommen an. Ich war auch wirklich sehr überrascht, wie emotional manche Aspekte bei ihm waren. Im positiven Sinne habe ich wirklich als Rede auch des Aufbruchs verstanden. Die junge Union fordert eine Mitgliederbefragung bei der Wahl zum Parteichef. Morgen geht der Deutschlandtag zu Ende. Dann spricht der Fraktionschef im Bundestag Brinkhaus. Ein weiterer Nachfolgekandidat, wieder einer aus NRW, wieder ein Mann.